Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr Daten in die MySQL-Datenbank schreiben könnt, um zum Beispiel serverübergreifend Daten von Nutzern zu speichern bzw. Statistiken etc. anzulegen. In dem Beispiel hier nutzen wir zum Beispiel den Mute-Comment und speichern dafür dann halt Daten in die Datenbank. Dafür gebt ihr einfach zum Beispiel ein, jetzt in diesem Fall Mute, Integer Phoenix. Das Ganze wird in die Datenbank gespeichert und voilà, ihr könnt das hier in eurer Datenbank nachschauen. Das Ganze funktioniert auch ganz einfach mit einem Unmute. Danach wird das in der Datenbank geupdatet. Wie ihr seht, der Spieler steht bei Mute auf 0. Alles weitere seht ihr danach im Intro. Konnichiwa. Hey, so, und nun wollen wir das Ganze einmal implementieren. Dazu fangen wir einfach an, indem wir uns erstmal wieder ein neues Package erstellen, wie ihr es schon kennt. Die Package-Benennung habe ich ja schon mal erklärt, also de-phoenix18.mute.event.mysql nennen wir das Ganze in diesem Fall. So, hier machen wir uns eine neue Klasse, die heißt mysql. Das hat auch einen Grund, wir werden diese Klasse nutzen, um dann sozusagen unsere, ja, Sachen, also unsere Connections zu verwalten. Ich werde die Klasse so schreiben, dass sie objektorientiert ist, das heißt, ihr könnt die dann halt sozusagen beliebig oft als Verbindung benutzen. Dafür schreiben wir als erstes einmal private connection con, con für connection, sozusagen unsere connection, die müsst ihr einmal connection importieren, das macht ihr aus Java SQL. Dann packt ihr rein ein private string host, das wird sozusagen eure IP sein. Dann private string database, die Datenbank, die ihr hinzufügen wollt, falls ihr es noch nicht kennt, kann ich euch das gerne nochmal gleich zeigen. Dann halt private string user, private string password. So, das sind eure Sachen, die ihr braucht, um mit der Datenbank euch zu verwenden. Seht ihr, das wird jetzt alles als Fehler markiert, das liegt daran, dass wir die noch überschreiben wollen. Und das war mal wieder mein Windows. Ich liebe Windows 7. So, jetzt müsst ihr halt einfach nur was Neues hinzufügen. Jetzt geht ihr nämlich, macht ihr einen Constructor, nämlich public mysql string host. Dann habt ihr import. Den habe ich euch jetzt gerade oben vergessen, korrekt. Wir müssen hier noch einen private import hinzufügen. Das ist nämlich unser Port, auf dem unsere MySQL läuft, falls wir den Port ändern wollen. Prinzipiell ist fast immer der Standardport, aber ihr wollt wahrscheinlich den Port mitnehmen, also von daher ist es von Vorteil. Dann String Database, String User und String Password. So, das sind einmal eure Verbindungsinformationen, die ihr übergebt. Jetzt müsst ihr das Ganze nur halt sozusagen auf unsere Private Variablen setzen. Das heißt, this.host ist gleich Host, this.port ist gleich Port, this.database ist gleich Database, Data. So, this.user ist User und this.password ist Password. So, damit habt ihr jetzt sozusagen die Variablen an die lokalen Variablen an die Variablen der Klasse übergeben. So, jetzt müsst ihr das Ganze halt noch verbinden und dafür macht ihr jetzt halt einfach connect. Was sich empfiehlt, was ich jetzt sozusagen machen würde, ist halt noch vorher gleich eine Vorschleife oder eine if-Abfragung machen. Das ist nämlich if Ausrufezeichen has Connection und dann das Connect. Wie ihr seht, das Ganze wird jetzt noch als rot markiert. Logisch, wir haben noch die einzelnen Methoden nicht hinzugefügt. Warum mache ich das if has Connection jetzt hier drum? Naja, also wenn halt sozusagen vielleicht schon eine Verbindung erstellt wurde für diese MySQL Datenbank, dann ja. Nee, an sich ist es dämlich. Fällt mir gerade auf. Das brauchen wir nicht. Wir können das has Connection weglassen. Wir machen das einfach nur mit Connect. So, das heißt, das Ganze baut dann die Verbindung auf. So, dann machen wir einmal unsere Methode public void connect. Die Connect-Methode ist eigentlich recht simpel. Die hat erstmal sozusagen keine Übergabeparameter. Wir müssen halt einfach nur darin was darin was ausführen. Das heißt, wir schreiben con ist gleich driver manager Punkt get connection. Und da müssen wir jetzt halt sozusagen was übergeben, nämlich jdbc Doppelpunkt mysql Doppelpunkt slash slash plus host plus in Anführungsstrichen ein Doppelpunkt
plus Port. Also das ist sozusagen die Verbindungsaufruf. Also in Anführungsstrichen, das ist die URL. Ich kann es ja mit HTTPS, in diesem Fall rufen wir aber JDBC MySQL auf. Also an sich nichts anderes, als wenn ihr eine URL aufruft. Das heißt, wir geben dann halt die einzelnen Parameter in unserem Aufruf, damit das dann zur Datenbank geht. Database und dann Fragezeichen auf Reconnect ist jetzt hier auf True. Das wird aber wahrscheinlich, je nachdem, was für eine MySQL-Version ihr habt, nicht mehr funktionieren. Das müsst ihr dann aber halt gucken. Kann aber sein, dass es trotzdem noch funktioniert, ist also an sich sehr sinnvoll. Dann übergeben wir noch User und Password. Und dann schieben wir das Statement. Dann seht ihr hier, meldet einen Fehler. Dann add throws declaration oder surround with try catch. Wir machen das hier mit einer try catch. Und dann können wir hier jetzt halt sozusagen auch was ausgeben, nämlich den print stack. Und dann machen wir hier noch system.out.println. Und dann halt MySQL, MySQL disconnected. So. Und das ist also unsere Info, die in der Konsole kommt, wenn es einen Fehler gibt. Und ansonsten kriegen wir über eprintstack auch eigentlich immer unseren Fehler dann ausgegeben. So. Jetzt machen wir noch eine Methode public void disconnect, denn wir müssen ja auch unsere Connection schließen. Ansonsten würdet ihr unendlich Connections irgendwann aufbauen. Das ist nicht gerade sinnvoll. Das heißt, ihr macht eigentlich nichts anderes außer this.con.close. So, hier müssen wir noch einen try catch rumbasteln. Nein, ich wollte eigentlich das try catch rumbasteln. Wir werden aber später noch eine Sache nämlich hinzufügen, das zeige ich aber dann später. Sorry, with try catch. Genau, so. Hier ist es nämlich so, dass wir später dann nochmal nachfragen, if has connection. Okay, das war eine Feder von meinem Mikrofon an. Heute läuft aber nichts, wie es soll. So, dann fügen wir nämlich noch eine Methode hinzu, nicht public. Boolean has connection. Dann fragen wir ab, if this.con nicht gleich null. Wenn das der Fall ist, return wir true. Und ansonsten return wir false. So, für die Leute, die jetzt sich wundern, warum macht man das nicht mit if else? Also, wenn das ausgerufen wird und ich schon returne, dann, also mit einem return wird sozusagen der Rest abgebrochen. Das heißt, dementsprechend könnt ihr es so schreiben, spart uns ein bisschen Code. So, und dann kommt noch halt das get connection. Das heißt, wir machen einfach public connection get connection. Jetzt werden sich manche fragen, ja, warum brauchen wir jetzt die connection? Ganz einfach, weil wir das Ganze ja auf private Variablen haben, können wir darauf nicht zugreifen. Das heißt, wir müssen einmal das Ganze return mit list.con. So, und damit kriegen wir unsere Connection zurück. Jetzt meinte ich ja noch, dass wir hier noch was hinzufügen sollten. Nämlich beim Disconnect sollten wir vorher fragen, if halt this dot has connection. Weil wenn es keine Connection hat, dann brauchen wir auch nicht schließen. So, und damit haben wir das Ganze. Das war es auch schon. Das ist sozusagen unsere MySQL-Klasse, die wir jetzt brauchen, um halt Verbindungen aufzubauen. So, jetzt habt ihr aber den Verbindungsaufbau. Jetzt wollen wir auch noch was speichern. In diesem Fall möchte ich speichern, ob der Spieler gemutet oder nicht gemutet ist. Das werden wir ganz einfach machen. Wir speichern halt mit einem Integer-Wert. Warum fragt ihr jetzt euch vielleicht mit einem Integer-Wert? Ganz einfach, ein Boolean zu speichern ist nichts anderes außer ein TinyInt und dann können wir halt auch was anderes machen. Das machen wir halt relativ einfach, indem wir halt einfach eine neue Funktion schreiben. Das heißt, wir nennen die jetzt halt zum Beispiel MuteData, unsere Klasse. Und hier machen wir halt einfach Methoden rein. Ich mache das jetzt als public static Version. Wer das anders machen will, kann es gerne anders machen. Wir machen einfach hier public static void set muted. Dann halt string UUID und boolean muted. So. Und dann müssen wir noch eine weitere Methode machen, nämlich public static. Und dann soll es hier zurückgehen, nämlich boolean getMuted string UUID. Und wir machen noch eine Methode public static boolean isInDatabase. Und da muss hier noch string UUID übergeben werden. String UUID. So, gibt es noch keine Übergabeparameter, aber dafür müssen wir erstmal einmal was erstellen, nämlich in der PluginUtils müssen wir unsere MySQL-Verbindung machen. Das heißt, wir machen eine public static MySQL,
Die initiieren wir hier in diesem Fall. Das heißt, wir machen jetzt hier unten ein Load MySQL. Und das machen wir als Methode, nämlich public static void load MySQL. Daran werden wir jetzt unsere MySQL-Datenbank laden. Das ist einfach MySQL ist gleich new MySQL. So, jetzt seht ihr auch schon, er möchte jetzt die Übergabeparameter haben. Jetzt seht ihr, hier haben wir dann sozusagen als erstes dann unseren Host. Das ist in diesem Fall Localhost. Wie gesagt, ich empfehle euch hier an, sich das sozusagen das Ganze halt aus einer Datenbank, also aus einer Config zu lesen, damit ihr es verändern könnt, was nicht in eurem Code drin ist. Es ist aber in diesem Fall dann eure Entscheidung schlussendlich. Ich würde es aber immer empfehlen, ich mache es nur hier, weil jetzt eine Config zu schreiben nochmal zusätzlich Zeit kostet. Standardport ist 3306. Dann übergibt ihr jetzt halt die Datenbank, die nehmen wir jetzt halt in dem Fall Mute. Dann habt ihr hier den User, das ist auch Mute, und das Passwort. Das werden wir nachher eintragen, wenn wir dann das Ganze mit der Datenbank verbinden. Das heißt, das lassen wir erstmal leer. So, jetzt haben wir sozusagen unsere Verbindung hier aufgebaut. Jetzt haben wir hier unsere Mute-Data. Bei setMuted machen wir halt einfach, wenn wir an sich fangen wir erstmal ist in Database an. Das heißt, wir machen hier String UID. Können wir halt eigentlich prinzipiell so mit unseren Bindestrichen lassen. Ich bin eigentlich ein Fan davon, die runterzukürzen, brauchen wir aber nicht, deswegen lassen wir es mal raus. Heißt, wir machen als erstes ein Prepared Statement ST. Und das ist dann halt gleich utils.mysql. Wow. Jetzt sollten wir es einmal kurz importieren. Hallo. So, importieren wir einmal kurz Import JavaSQL. So, daraus kommt das nämlich gleich. Utils. Ach, warum mache ich Utils? Das ist Plugin Utils schon. Plugin Utils.mysql. Also, da habt ihr eure MySQL-Verbindung ja erstellt und aufgebaut. Get Connection. Prepare Statement. Das ist das Statement, was wir ausführen wollen. Und als erstes wollen wir halt hier sozusagen prüfen, ob er schon enthalten ist. Das heißt, select, dann halt in Anführungsstrichen, UUID from muted, where UUID gleich Fragezeichen. Warum jetzt diese Anführungsstriche, diese kleinen Apostrophe, die könnt ihr euch erstellen mit dem Shift und dann das obere Zeichen neben eurem Backspace. Die sind sozusagen dazu da, damit weiß MySQL, dass das hier in diesem Fall ein Keyword für die Datenbank sozusagen ist, also ein Spaltenname. Und Muted ist zum Beispiel jetzt halt sozusagen unsere Datenbank, so werden wir die nennen, vielmehr nicht unsere Datenbank, sondern unsere Tabelle. Und warum frage ich jetzt Select UID von wer UID ab? Relativ einfach, weil ich sozusagen so nicht wissen muss, was als andere Option da ist. Falls ich was später lösche, dann brauche ich hier nichts dran ändern. Jetzt seht ihr hier schon einen Fehler. Da müssen wir nämlich einmal Add Throws Declaration machen. Das soll eine SQL Exception thrown. Jetzt wollen wir das Ganze return, das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen was weitermachen. Nämlich Result Set RS ist dann in diesem Fall st.execute. Und dann Query. Damit haben wir dasselbe dann executed, das wird auf dieses Result Set gesetzt, auch wieder von Java SQL. Und dann müssen wir halt einfach nichts anderes machen, außer while rs.next. So, wenn das hier einmal ist, können wir halt in diesem Fall return true machen, weil es dann enthalten ist. Ansonsten ist es return false. So, und das war auch prinzipiell schon sozusagen unser SN Database. So, jetzt möchten wir das Ganze halt nochmal für das getMuted machen. Das heißt, wir können einfach wieder das gleiche machen. Wir machen prepared statement st ist gleich pluginutils.mysql.getConnection.prepare statement. Und da müssen wir hier aber nicht das ein bisschen ändern, nämlich select. Und dann selecten wir in diesem Fall hier muted oder mute. From so muted where
BUID gleich Fragezeichen. So, und jetzt muss ich noch eine Sache eben kurz übergeben, die habe ich bei beiden Sachen vergessen. Nämlich in diesem Fall st.set und jetzt müssen wir halt nämlich einen String setzen. Also man kann jetzt sozusagen String int etc. setzen. Und hier machen wir st.setString. Parameterindex ist in diesem Fall, wir fangen hier bei 1 an, also das erste Parameter, was wir hier geben. Und das ist dann in diesem Fall unsere UUID, die wir hier oben übergeben hatten. So, dann hat sich das. Das Ganze machen wir auch oben. Hier müssen wir einmal kurz das, die Throws Declaration hinzufügen. Dann machen wir st.set setString und dann ist das halt wieder 1 und dann unsere UUID. Das heißt, an erster Position, also das erste Fragezeichen hier, ist dann unsere UUID. Relativ selbsterklärend, glaube ich. So, und dann machen wir halt einfach wieder das gleiche wie darunter. Wir machen result set rs gleich st.execute query. So, damit wird die Query ausgeführt. Dann gehen wir halt in die While-Schleife, while rs.next. Sozusagen, wenn wir dann halt sozusagen ein next-Element finden, dann ist dann halt int muted ist gleich rs.get. Und dann ist das in diesem Fall rs.get. Int ist das. So. Und das ist sozusagen, was wie es heißt. Und die Column heißt halt mute. Das heißt, rs.getInt von mute. So. Dann haben wir sozusagen unser Mute. Jetzt müssen wir halt einfach dann nur entsprechend return. Das heißt, wir return über einen Tensionary Operator. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist relativ einfach. Return muted gleich 1. Fragezeichen true, Doppelpunkt false. So, ihr fragt euch jetzt, was soll das bedeuten? Wenn muted gleich 1 ist, dann return a true, ansonsten return a false. Relativ simpel, spart uns ein bisschen Zeit. Ansonsten haben wir hier unten nämlich auch ein return false. So, und das spart uns dann halt so ein bisschen Platz. Damit haben wir jetzt sozusagen unsere getMuted-Geschichte. Jetzt brauchen wir das Ganze nochmal mit setMuted. Und hier wird unser isInDatabase wichtig werden, weil wir halt das prepared Statement anhand des isInDatabase machen. Das heißt, als erstes machen wir prepared statement st gleich null. Jetzt kommt nämlich auch die Geschichte warum. Fragen if is in database kann man UUID. Wenn das der Fall ist, es kommt hier, seht ihr schon, throws declaration, das müssen wir hier oben hinzufügen. Also wenn das hier, sozusagen, wenn er gegen in der Datenbank ist, dann müssen wir nämlich das Statement anders machen. Das heißt, wir machen st gleich Plugin utils.mysql.getConnection.prepareStatement und hier machen wir dann halt in dem Fall update, damit updaten wir die Datenbank, update muted set mute gleich Fragezeichen where und dann halt unsere UID gleich Fragezeichen. Das heißt, wir updaten sozusagen die Tabelle an der Stelle, also wir updaten die Tabelle mit mute mit unserem neuen Value, wo halt unsere UID wie folgt ist. Hier oben möchte ich ja mute wird ja ein Boolean übergeben, das heißt, wir müssen hier in diesem Fall ein int mute machen. Int mute gleich muted gleich true, Fragezeichen 1, Doppelpunkt 0. So, jetzt seht ihr es auch hier. Int mute ist gleich muted. Also wenn int mute ist, wenn muted true ist, ein 1, ansonsten eine 0. Das heißt sozusagen, dass wir das Ganze zu einem int konvertieren. Warum konvertieren wir das zu einem int? Aus folgendem Grund. Wir speichern ja in unserer Datenbank in 1 und 0, beziehungsweise generell wird dann 1 und 0 gespeichert. Das heißt, wenn wir als int speichern und das als 1 oder 0 speichern, haben wir prinzipiell unsere wahr-falsch-Geschichte und das verbraucht halt ganz wenig Platz in der Datenbank. Deswegen machen wir das als int. Ja, und hiermit haben wir sozusagen unser Mute übergeben. Dann müssen wir es halt einfach nur wie das Ganze hier unten machen, nämlich st.setInt. Das heißt, unser Int übergeben, das ist dann in dem Fall Mute. Das ist an Position 1. Und da machen wir noch st.setString. Das ist in diesem Fall die UUID und die kommt an Position 2. Und dann machen wir nichts anderes außer st.execute. Jetzt kommt aber ein Punkt, wir müssen aber eine Sache ändern. Das ist so richtig, was genau hat er jetzt? Oh, die sind genau falsch rum. Ups. 1 mute, das ist unser Value. Set int, habe ich das hier unten auch vertauscht? Nein, habe ich nicht. Und 2 und UUID. So, ich habe die Values vertauscht. Hier unten machen wir st.execute.
weil es ja prinzipiell noch die andere Option gibt, nämlich mit unserem Insert. Das heißt, wenn er noch nicht in der Tabelle ist, kommt nämlich Folgendes zum Spiel. Das heißt, st gleich plugin utils.get .mysql.getConnection.prepareStatement und hier machen wir insert into. Ach, was mache ich denn hier für Müll? Also als erstes insert into. Insert into und dann in diesem Fall muted, so heißt unsere Tabelle, in Klammern und dann UUID, der Punkt gehört da nicht hin und mute values, also sozusagen wie es sozusagen verteilt ist, Fragezeichen, Fragezeichen und das ist sozusagen unser zum Reinpacken und dann machen wir st.set string auf 1 und das ist halt in dem Fall UUID und st.set int auf 2, das ist unser mute. Und damit haben wir sozusagen unser Setzen. So, und jetzt wollen wir sozusagen das Ganze halt auch noch abfragen in dem Sinne. Das heißt, wir haben jetzt hier sozusagen unsere Verbindung hier aufgebaut. Jetzt wollen wir halt sozusagen noch die Option haben, sozusagen das abzufragen bzw. zu setzen. Das heißt, wir gehen jetzt einmal zum Mute-Comment. Jetzt seht ihr hier, dass sozusagen das Ganze gesetzt wird und hier haben wir die Frage, ob das halt operated wird. Und hier seht ihr, dass das Spiel gemutet wurde, wenn das Event nicht gecancelt ist. So, haben wir noch einen Fehler vom letzten Mal. Ja, wir haben der Effekt wird durchgeführt, aber hier wird diese Operation abgebrochen. So, das nehmen wir jetzt mal hier rüber. Das heißt, wir packen das hier in unser Event ist cancelled rein, das heißt das Add. Dann ist das ja wieder ausgeführt und wenn das gemacht wird, dann machen wir nämlich auch Folgendes. Dann machen wir ein bucket.getScheduler.runTaskAsynchronly. Das ist wichtig, weil wenn ihr es nicht asynchron laufen lässt, kann eure Datenbank euren ganzen Main-Thread aufhängen. Euer Main-Thread ist sozusagen euer Bucket-Thread. Das heißt, wenn ihr jetzt sozusagen mit Bucket arbeitet, dann habt ihr sozusagen einen Haupt-Thread, der für allen möglichen Kram genutzt wird. Und wenn ihr sozusagen nicht dieses Run-Task-Asynchronly macht, dann wird das Ganze halt im Hauptthread durchgeführt. Das heißt, wenn dann eine längere Datenbankoperation ist, eure Datenbank länger nicht antwortet, dann wartet er so lange, bis eure Datenbank antwortet und so lange können Spieler sich nicht bewegen, keine Blöcke platziert werden, beziehungsweise Comments ausgeführt werden. Also nutzt immer Asynchron. So, und hier macht ihr jetzt einfach in dem Fall mute.m, das ist ja unsere Hauptklasse, und dann halt new runnable. Packt das hier sozusagen rein, macht eure Klammern, wie ihr es kennt, dann die normalen halt Methoden halt implementieren und hier habt ihr sozusagen eure Run-Methode und hier macht ihr halt einfach nichts anderes außer mute.data.setMuted, String UUID ist ja der Spieler, der gemutet wird, das heißt ihr nehmt dann hier muted.getUniqueID.toString, das muss ja als String sein und hier ist dann im Fall muted, setzen wir hier auf true. So, jetzt seht ihr hier, kommt noch ein Fehler, beziehungsweise Catch, genau das fügen wir jetzt hinzu. Warum? Falls ein Fehler auftritt, kommt hier an dieser Stelle halt der Fehler. So, das Ganze haben wir jetzt für das Muted gemacht, jetzt wollen wir auch noch das haben, wenn er entmuted wird. Das heißt, wir gehen einmal zum Unmuted Comment, fügen das Ganze hier rein, nehmen halt einmal nochmal das Remove von hier oben raus, weil es soll ja schon sozusagen Sinn machen. Und jetzt seht ihr hier sozusagen, dass wir hier aber noch auf True haben, das heißt, hier soll es auf False gesetzt werden, das heißt, es soll sich in der Datenbank ändern. So einfach, so gut. Jetzt wollen wir auch noch die Mute Status machen. Also wir wollen ja wissen, ob derjenige in der Datenbank ist. Dafür machen wir uns einfach einen neuen Comment. Dann nennen wir jetzt Mute Status Comment. So, hier müssen wir es halt einfach wieder mal so machen. Implements Comment Executor. So, den implementieren wir einfach oder importieren wir einfach mal eben kurz. Dann die Implement Methods hinzufügen, Sender, Comment CMD, String CMD Label und dann halt String args. So, hier machen wir nichts anderes, außer dass wir abfragen. Hier machen wir if Sender Instance of Player, wenn er also seinem Spieler entspricht, dann machen wir Player ist gleich in Klammern Player Sender, das heißt, wir casten unseren Sender zu einem Spieler. Das Ganze sollte
Ja, es sollte ein Return False sein, glaube ich, oder? Bin ich jetzt gerade doof? Ja, es muss ein Return True sein. Ja, genau andersrum. So, das ist auf Return True. Also gibt er uns unsere Fehler mit aus. Und dann haben wir jetzt hier unseren Player. Und hier fragen wir dann einfach ab, if in Klammern args.length gleich 1. Wenn das der Fall ist, dann macht er das. Ansonsten machen wir halt p.sendMessage nach schon Player.sendMessage AFC. Bitte gebe slash mute status Spieler ein. So. String Player gleich args 0, damit nehmen wir das erste Argument. If, ach nee, das ist doch muted, nehmen wir die ganzen, oder? Nein, wir machen es anders. If bucket.getPlayer exact args in Klammern, args in Klammern 0 nicht gleich null, machen wir Player muted ist gleich bucket.getPlayer exact args 0. Et voilà. Damit haben wir unseren Spieler. Jetzt müssen wir es noch abfragen. Jetzt machen wir noch mal eine asynchrone Methode. Das heißt bucket.getScheduler.runTask asynchronously. Dann halt in diesem Fall unsere Hauptmethode, also mute.m. Damit haben wir unser Plugin übergeben. Und dann machen wir hier halt einen neuen Runnable, das heißt New Runnable. Und den fügen wir hier hinzu. So. So einfach geht das Ganze auch schon. Dann fügen wir die Methoden hinzu. Also die Standardmethoden so. Huhu. So. Und dann machen wir halt nichts anderes außer unsere Abfrage. Heißt if. If mute data.get muted string über ID, das heißt muted.getUniqueID.toString. Das heißt, wir fragen ab if muted. Ansonsten das machen. Das Ganze müssen wir jetzt mit einer Try-Catch surrounden. Seht ihr jetzt auch, das ist unser if-else ist hier unrounded. Jetzt können wir halt einfach unser Ganzes von hier unten kopieren, unsere Ausgabe. Und dann geben wir halt ein Paragraph 7 plus Paragraph 7 plus muted.getName plus ist stumm geschaltet. Und ansonsten kommt hier das Ganze halt mit einem grünen. Mit A ist nicht stumm geschaltet. So. Und damit haben wir sozusagen schon unsere Ausgabe. Wie gesagt, hier auch wieder asynchron, damit halt es nicht zur Verzögerung im Main-Thread kommt. Soweit, so gut. Jetzt werde ich noch einmal kurz meine MySQL starten und dann werden wir einmal kurz in der MySQL die letzten Vorkehrungen vornehmen. Und nun finden wir uns auch wieder in der Datenbank wieder. Wie gesehen habt, unsere Datenbank heißt wie folgt, nämlich mute und die Tabelle heißt muted. Das heißt, wir werden jetzt hier einmal einen neuen Nutzer anlegen. Das kennt ihr vielleicht phpMyAdmin. Wenn ihr es noch nicht kennt, könnt ihr recht einfach installieren, lokal mit xamp, xampp. Einfach mal googeln, dann findet ihr es. Ansonsten, ja, einfach mal in die Beschreibung schauen, da steht das auch nochmal. So, Benutzerkonto hinzufügen, macht ihr recht einfach. Nutzer heißt mute, soll von überall darauf zugreifen bekommen. Hier machen wir erstellen eine Datenbank mit gleichem Namen und gewähren alle Rechte, den Checkmark, und dann haben wir uns hier ein automatisches Passwort generiert. Können die über generieren lassen. Und damit hat sich das Ganze. Dann klicken wir mal auf OK. Die Datenbank wird erstellt, das Passwort ist gespeichert. Hier schmeißen wir sozusagen unser Passwort rein. Und jetzt machen wir unsere Tabelle. Das heißt, wir sind jetzt hier in Mute drin. Wir machen eine neue Tabelle. Die ist muted, hat zwei Spalten. Da rein kommt einmal rein UUID. Das ist in diesem Fall ein Varchar. Mit 40 Zeichen müssen es sein. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann wird es gleich wieder abgekürzt, aber an sich sollte das passen. Dann müsst ihr einfach hier in diesem Fall als Primary Key. Und das Ganze müsste auch unique sein. Kann ich beides gerade setzen? Hallo. Hier ist es als Primary Key, dann müsste es automatisch als unique gesetzt werden. Ansonsten setzen wir das später nochmal.
Dann nehmen wir jetzt halt UID und dann haben wir hier Mute, das ist ja, ob hier jemand gemutet ist. Hier müsst ihr den Int setzen, Länge der Bettes halt 1, weil es ja nur 1 ist. Dann müsst ihr als Kollision UTF-8 Generals hier einnehmen. Das ist UTF-8, damit das auch bei euch genutzt wird. So, das war's auch schon und dann klickt ihr auf Speichern. Jetzt seht ihr hier, dass wir hier unsere UID haben. Hier haben wir noch Bearbeiten, mehr. Hier setzen wir noch Unique, weil es halt nur eindeutig ist. Ne? Die UID muss eindeutig sein. Das war's auch schon. So, und nun können wir hier wieder reingehen. Wir müssen hier unser Passwort übergeben. Jetzt werde ich noch einmal kurz eine Kleinigkeit machen. Nämlich, ich werde noch einmal kurz den Comment registrieren, nämlich den Mute Status Comment. Den packen wir hier mal rein. Machen hier zu dem Mute ein Mute Status Comment. Der heißt dann Mute Status. Das Ganze importieren wir einmal kurz. Das haben wir importiert. Jetzt gehen wir nochmal in die Plugin YML und fügen hier unten Mute Status hinzu. Soweit so gut. Das war es dann auch schon. Damit ist jetzt unser Mute Comment in dem Sinne fertig. Ich werde das Ganze jetzt exportieren und dann sehen wir uns gleich in Minecraft wieder. So, ich möchte jetzt noch einmal kurz einen Nachtrag bringen. Das sind zwei Kleinigkeiten, die ich einmal kurz einbringen möchte. Die sind nochmal wichtig, die ihr nochmal hinzufügen solltet. Erstmal in der Datenbank. Wenn ihr bei dem Benutzer seid, dann solltet ihr einmal bei dem Benutzer, das habe ich jetzt gerade vermasselt, einmal hier nochmal einen Localhost-Account hinzufügen. Das könnt ihr relativ einfach machen. Ihr klickt hier auf Rechte ändern, geht hier auf Anmeldeinformationen, macht hier dann halt jeder Host und setzt das hier einmal auf Localhost und stellt das hier auf OK. Was sich empfiehlt, ist halt, löscht ihn, entzieht dem alten Rechner und löscht ihn anschließend. Am besten nimmt ihr das unterste. So, damit sollte das passen und einmal fertig. Jetzt könnt ihr nämlich wieder auf die Datenbanken, jetzt auf die Benutzerkonten gehen. Ihr seht hier halt, ihr habt nur noch einmal Mute hier drin. Das solltet ihr auf jeden Fall machen, damit dann halt sozusagen kein Datenbankfehler kommt. Zusätzlich wichtig, ihr solltet hier vorne noch eine Kleinigkeit machen. Das habe ich nämlich ganz vergessen. Ihr habt die MySQL geladen, damit verbindet ihr euch. Ihr solltet die aber natürlich auch schließen. Das müsst ihr einmal hier in dem Mute in OnDisable machen. Das heißt, ihr geht hier auf, gibt hier ein Plugin utils.mysql.disconnect. So, das war das Ganze auch und jetzt sehen wir uns in-game wieder. So, und nun befinden wir uns auch wieder in-game. Jetzt möchte ich einfach mal den Integer Phoenix muten und damit sollte das Ganze dann auch in der Datenbank landen. Das ist relativ einfach mit slash mute Integer Phoenix. Das Spiel Integer Phoenix wurde gemutet. Jetzt kann ich einfach hier auf die Datenbank gehen. Ich gehe jetzt hier in die Tabelle muted und ihr seht mute 1. So, jetzt machen wir das Ganze gleich hier nochmal. Wir gehen das nochmal ein und jetzt sollte prinzipiell sich nicht an der Datenbanktabelle irgendwas ändern. Es sollte kein zweiter Einstein kommen. Als einfach. So, jetzt gehen wir hier nochmal rein. Jetzt machen wir halt Unmute Integer Phoenix. Damit sollte er prinzipiell wieder auf 0 gestellt werden in der Datenbank. Haben wir es eingeben, gehen auf die Datenbank, laden die neu. Ihr seht, Mute auf 0, es hat sich aber nichts verändert. So, und was haben wir jetzt sozusagen gemacht? Wir haben ja jedes Mal sozusagen gefragt, ob der jetzt schon in der Datenbank ist. Wenn ja, dann soll halt nur noch ein Update durchgeführt werden. Und somit könnt ihr dann zum Beispiel Daten in der Datenbank speichern. Das Ganze könntet ihr mit Kills machen, das Ganze könntet ihr mit Death machen. Denkt immer nur daran, dass ihr halt asynchron arbeitet, denn asynchron ist halt wichtig, damit es funktioniert. Ja, und so habt ihr euch prinzipiell eure erste Datenbank erstellt, beziehungsweise eure ersten Sachen in die Datenbank eingetragen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Wenn ihr irgendwie Vorschläge für ein neues Video habt, neues Bucket-Tutorial, einfach damit in die Kommentare. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr das Video liked, wenn es euch gefallen hat. Und wenn es euch nicht gefallen hat, natürlich ein Dislike gebt. Da würde ich mich aber natürlich freuen, wenn es dann vernünftige Kritik geben würde, damit man zumindest das verbessern kann beim nächsten Mal. Und ansonsten abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.